Hallo und herzlich willkommen an Bord von Mola Mola. Lasst mich kurz beschreiben, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Wie ihr sicherlich schon wisst, sind wir 2019 auf den Kanaren angekommen und haben die Inseln ausgiebig erkundet. Im Corona-Jahr 2020 segelten wir mit Oliver und seiner Indigo Moon von Teneriffa aus über den Atlantik nach Antigua. Ein unvergessliches Erlebnis. Dann folgte die ungeplante Rückreise wegen unserer überfluteten Wohnung in Deutschland. Das hat Nerven gekostet. Aber jetzt konnten wir endlich wieder zurück nach Lanzarote und genießen die stürmischen Tage hier an Bord. Die erste Nacht haben wir gut verbracht. Brötchen haben wir schon da drin. Die Scheiben sind noch Kalima-mäßig undurchsichtig. Aber sonst scheint alles gut in Ordnung zu sein. Mola Mola ist seit über 8 Monaten nicht bewegt worden. So steht als erstes ein Tauchgang zur Kontrolle des Unterwasserschiffs auf der To-Do-Liste. Es gibt zum Glück keine größeren Überraschungen. Alle Borddurchlässe müssen von Muschelbewuchs befreit werden, damit der Motor zum Beispiel genügend Kühlwasser ansaugen kann. Den Propeller mache ich aber als erstes sauber. Da doch tatsächlich in Arrecife selbst keine Möglichkeit besteht, Tauchflaschen füllen zu lassen, packe ich die Flasche aufs Rad und fahre gemütlich am Airport vorbei, die 16 Kilometer nach Puerto del Carmen. Im kleinen Hafen von Puerto del Carmen, am Ende der Hafenmole, betreiben Valerie und Paul eine Tauchbasis mit großer Füllstation. Hier werden täglich teilweise einige 100 Pressluftflaschen gefüllt. Der Service, einschließlich einem kleinen Plausch, ist großartig. Alles gut überstanden? Ja. Müssen mal wieder die Fälle aus. Ja, gut. Sehr schön. Der ist schon ganz schön geworden hier. Man sieht immer wieder auch den Flugrost, der sich auf die Sachen draufsetzt. Hinterher, vorher. Und das hier ist Kalima. Immer wieder wird von Kalima gesprochen. Nun, es ist ein Sandsturm aus der Sahara, der auf den Kanaren und auf den Kapverden seinen Sandstaub abläht und die Luft beige färbt. Die Luftverschmutzung ist teilweise so groß, dass selbst der Flugverkehr beeinträchtigt ist. Der Sandsturm ist auch als Bruna Seca bekannt und bedeutet trockener Nebel. Thank you.
Bei Firma Oxley bekommt man einen Bootsmannstuhl in einer solchen kleinen Verpackung. Und den wollen wir jetzt mal ausprobieren. Herzlich willkommen im Mola Mola Kochstudio. Heute gibt es Tomatensalat mit Koriander, Pulpo nach kanarischer Art, auf Kartoffelscheiben mit Pimenton della Vera und einigen Knoblauchzehen. Einfach und köstlich. Auf unseren Touren ist es immer wieder ein großes Problem, dass wir Schwierigkeiten hatten, die Gasflaschen nachfüllen zu lassen. Jedes Land hat andere Ventile und die verschiedensten Anschlüsse. Die blauen Campinggasflaschen sind meist nicht das Problem, aber sehr teuer. Fährt man hier hinaus aus dem Hafen, so hält man sich in Richtung Hafen Marmoles. Dort sieht man schon von weitem einen großen Tank mit der Aufschrift DISA. Dort konnten wir völlig problemlos unsere deutschen Gasflaschen preiswert und schnell füllen lassen. Wir wollen morgen früh nach La Graziosa aufbrechen. Es ist heute ein unglaublich schöner Abend. Kaum Wind. Wir hoffen, dass das morgen, wenn wir nach La Graziosa fahren, auch so ist. Es ist der 11.8. morgens 8 Uhr. Es ist, glaube ich, der erste Tag überhaupt in den letzten 3 Monaten, wo wir morgens fast keinen Wind haben. Ich habe gerade noch den Müll weggebracht. Wir werden jetzt gleich auslaufen, um La Graziosa zu besuchen und dort zu ankern. Oh, das duftet nach Kaffee her. Uiuiuiui. Wir kommen ganz gut voran. Wir kreuzen jetzt hier die Küste hoch. Es sind ständig so 18 bis 22 Knoten. Wir freuen uns auf La Graziosa. Thank you.
typisches Wetter für La Graciosa. Im Moment sind wir eingeschwenkt hier in die Durchfahrt zwischen La Graciosa und Lanzarote. Wir haben jetzt nur noch die Genua stehen. Wir sind auf der Suche nach einem schönen Ankerplatz. So, der Anker liegt. Wir sind hier in der ersten Ankerbucht. Haben hier auf 6 Meter, also ungefähr, haben wir den Anker geschmissen. Die Ankerbucht hier bei Montana Amarilla ist nur selten belegt, weil der Ankergrund etwas tricky ist. Eine riesige Lavaplatte mit Löchern bietet dem Anker nur bedingt guten Halt. Ich kontrolliere den Anker natürlich sofort. Der Anker liegt nicht ideal, aber für eine Nacht mit wenig Wind ist das in Ordnung. Nach einer ruhigen Nacht bemerken wir am Morgen, dass der Svoj-Kreis sich erheblich verkleinert hat. Das ist ein untrügerisches Zeichen dafür, dass die Kette irgendwo am Grund sich unkontrolliert verfangen hat. Da das Wetter grau ist und uns eher an einen Morgen im Englischen Kanal erinnert, fällt es uns sehr leicht, Anker aufzugeben. Stopp! Wir sind frei, glaube ich. Unseren 33 Kilo Anker, ein Rockner Vulkan, sichern wir durch zwei passende Hölzer im Ankerbeschlag. So kann er im Seegang nicht unkontrolliert hin und her schlagen. Das Ankermanöver ist besser gelungen, wie wir dachten, weil es sich um Stein rumgewickelt hatte. Wir haben beschlossen, heute doch wieder nach Arrecife zurückzufahren, weil das Wetter doch ziemlich bescheiden ist. Und da hinten sieht man Lanzarote. In der Bucht da haben wir gelegen, fahren jetzt hier durch um die Ecke rum und dann geht es downwind. Die haben wir natürlich wieder gegen an, deswegen läuft die Maschine. So ein Frühstück auf See ist immer das Schönste, was es überhaupt gibt. Und dann mit so einer Kulisse hier. Da rauschen wir jetzt gerade dran vorbei.
Übrigens hat sich unsere Baumbremse schon sehr bewährt. Sie ersetzt nicht den klassischen Bullenstander, verhindert aber im Seegang mit weniger Wind bei einfallenden Segeln ein ungewolltes Überkommen des Großbaums. Das ist Charco de Palo, ein Ort zum Verlieben. Allen, die mal richtig Atlantik segeln wollen, empfehlen wir, macht mal Round Lanzarote. Das ist, wenn der Wind mitspielt, in einer Urlaubswoche gut zu machen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen und sagen Tschüss, bis es wieder heißt Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.